Oh Gott. Was hast du für ein Kostüm da an? Wer ist das oder was ist das? Hatsune Miku aus Vocaloid. Aus was? Aus Vocaloid. Das ist eine computererschaffene Stimme und die ist in Japan ein Superstar quasi. Ich verstehe nichts, ich habe immer noch keine Ahnung davon. Jan, willst du mal bitte eintreten als Experte? Ich kann es so tun, als er wüsste ich, worum es geht, aber das weiß ich wirklich nicht. Kannst du euch ein bisschen mehr dazu erzählen? Also Hatsune Miku ist, wie gesagt, keine echte Person. Ja, die zweite. Ja. Hatsune Miku ist nun mal keine echte Person, sondern die Stimme wurde durch einen Computer programmiert. Und dann wurde der Stimme halt ein Gesicht gegeben und das verkörper ich halt jetzt. Und in Japan ist die ein ganz großes Ding. Also sie hat sogar Live-Auftritte und alles und wird auf eine Wand projiziert. Also sie macht Musik, oder? Computer, der ja, Musik macht. Viele Songs rausgebracht. Ja, auch Alben. Und Spiele gibt es von ihr auch auf der PSP. Projekt Diva müsste es, glaube ich, heißen. Ja. Und ihr seid also richtig große Fans von der Sache oder macht ihr es einfach nur, weil es cool aussieht? Ich höre die Musik gern, also ich bin schon Fan, bloß sie macht leider keine Konzerte in Europa. Können die das Programm nicht mal eben rüberschicken? Das kann man doch bestimmt runterladen, illegal oder so. Ja, bestimmt geht schon. Mal gucken, vielleicht mache ich es ja. Also ich finde es auch recht schade. Also im Internet sieht man dann immer die Videos von den Konzerten und in Europa ist echt schade, dass da nichts ist. Also wird das dann so irgendwie hologrammmäßig auf die Bühne projiziert oder nur mit Bildschirm oder wie genau läuft das? Oder ist da eine Darstellerin so wie ihr? Also die wird auf, da ist eine durchsichtige Leinwand und die wird da drauf projiziert. Aber es spielt eine echte Band dazu. Und dann ist es halt Background, ihre Stimme und dann werden die Lippen dazu bewegt. So quasi wie Gorillas mäßig? Ja, genau. Wie die Gorillas. Und von wo seid ihr jetzt hier angereist zur Gamescom? Nürnberg. Nürnberg? Siegen. und ich kann das Lollipop in Siegen, verstehe. Und habt ihr euch jetzt hier nur zufällig getroffen oder war es von vornherein abgeklärt, dass ihr zusammen... Nee, zufällig, ne? Zufällig, ja. Weil wir das gleiche Kostüm haben, haben uns hergewunken und haben gleich Fotos zusammen gemacht. Ja, ja, wie man sieht, die Gamescom... schafft Freunde. Ja, bringt Leute zusammen, unglaublich.